Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Vio und wir sind hier heute in Borgetto, ein sehr kleiner Bahnhof, sehr schön hier. Und jetzt gucken wir uns hier ein paar Züge an. Wir sind hier zwischen Ala und Peri. Die beiden Bahnhöfe kennt ihr ja, beziehungsweise Avio und Peri. Und runter geht es dann Richtung Verona, hoch Richtung Rovereto, Trento, Bozen, Brenner. Und ja, jetzt haben wir es kurz vor 10 und jetzt gucken wir hier ein bisschen. Ich glaube, es fährt nicht viel, weil ich stehe schon seit einer halben Stunde hier. Und es kam exakt gar nichts. Aber wir sind hier unterhalb von Trient. Das heißt, Trient hat ja einen Güterbahnhof. Von dort könnten dann Güterzüge kommen, die dann Richtung Süden fahren. Ups. So, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Nee, warte mal, hier hält ja alles. Also wir haben hier nur einmal die Stunde Züge und das war jetzt ein Regionalexpress, wahrscheinlich Verona-Bozen. Und auf diesen Regionalexpressen fährt dann eben unter anderem auch Flirt und Jazz, also Triebwagen, und nicht nur die alten MD-Wagen. Denn das sind sozusagen verkürzte Regionalzüge, die fahren nicht von Bologna bis nach Brenner, sondern eben nur von meistens Verona bis nach Bozen, also nur die Hälfte der Strecke. So, jetzt fährt auf Gleis 2 auch noch was Richtung Süden durch. Das gucken wir uns jetzt an. Trentino Flirt, Regionalzug nach Verona, beziehungsweise Regionalexpress, denn die Regios halten hier alle an. Denn wir haben hier nämlich nur einmal in der Stunde einen Regio, beziehungsweise jetzt, weil es Vormittag ist, nicht mal einmal in der Stunde. Wir haben jetzt um 10 Uhr einen Richtung Verona und danach erst wieder um 12. Ja, schönes Zeug. Frecciarossa ETR 700 von Bozen nach Napoli. So, hier haben wir jetzt den Eurocity. Der stand jetzt 35 Minuten in Verona und hat jetzt 40 Minuten Verspätung. Von Bologna nach München. Übrigens, ein Grund für diese lange Verspätung bzw. diesen langen Aufenthalt in Verona könnte sein, dass die dort eben die Taurus umspannen mussten. Die kamen von Bologna rein in den Bahnhof und schauten dann Richtung Venedig. Die müssen dann aber wieder umdrehen und dann eben wieder die Richtung Bologna raus, jedoch nicht Richtung Süden, sondern Richtung Norden, weil der Bahnhof eben seitlich drin liegt. Deshalb müssen die da einmal die Lok ans andere Zugende spannen. Und da gibt es eben manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. Ich verlinke euch hier oben mal ein Video. Da war ich auch schon in Verona und da haben wir das auch gesehen, da haben die es ein bisschen schneller hinbekommen, aber manchmal dauert es eben ein bisschen länger, einfach weil es ein Riesenbahnhof ist und da oft Chaos herrscht. So, hier haben wir jetzt den Regio und jetzt zeige ich euch mal, was in Italien verkürzter Bahnsteig heißt. Ich hoffe, er hat genügend Wagen, dass ich es euch zeigen kann. Der hält hier jetzt auch, Regio von Bozen nach Verona, der hat jetzt 10 Minuten Verspätung. Der ist ein bisschen kürzer, aber geht eh. So, im Zug hört man dann die Durchsage, bitte nur in den ersten 4 Wagen aussteigen. Der Steuerwagen und ein Wagen sind nicht mehr auf dem Bahnsteig. Übrigens sieht es auf der anderen Seite nicht gerade besser aus, das heißt die Lokomotive und eine Tür nicht mehr am Bahnsteig. So, das ist jetzt 10.10 Uhr. Der nächste Regio Richtung Verona ist erst um 13.10 Uhr. Nach Bozen sieht es ein bisschen besser aus. Da haben wir jetzt wieder jede Stunde. Vorhin hatten wir 2 Stunden oder 1 Stunde Ausfall. Ist kein Ausfall, der nur heute ist. Das ist immer so. Das ist so ein schöner Fahrplan, der am Vormittag einfach komplett durchgelöchert ist. Aber naja.
Auf jeden Fall. Das hier ist ein kleiner Bahnhof und dann gibt es nochmal zwei Bahnhöfe weiter, den Bahnhof Dolce. Da haben wir auch einen verkürzten Bahnsteig. Direkt hinterm Regio RTC EU43 Richtung Süden. Schön. So, hier haben wir den Italo von Napoli nach Bozen mit 26 Minuten Verspätung. Und dahinter haben wir einen Eurocity, auch ungefähr dieselbe Verspätung. Und dahinter haben wir einen Regionalzug, auch ungefähr eine Viertelstunde verspätet. Und dahinter wahrscheinlich da dann erst wieder Güterzüge, also da können wir noch ein bisschen warten. Ja, und jetzt müsste eigentlich direkt dahinter der Eurocity kommen. Und hier haben wir direkt dahinter den Eurocity von Bologna nach München. Eine sehr saubere Taurus und dafür dreckige Wagen. Der hat jetzt auch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde Verspätung. So, wir sind jetzt bei Peschiera del Garda und den Zug, den ihr gerade gesehen habt, das ist der, den wir vorhin schon mal gesehen haben auf der offenen Strecke und eben, der fährt jetzt Richtung Mailand und den haben wir hier jetzt eben wieder gesehen. Hier sind wir jetzt nach der Abzweigung von Verona, heißt Verona ist in die Richtung, aus der der Zug kam. Dort bei den großen, bei der großen Abzweigung, da stand der Zug gerade über eine Stunde und jetzt ist er eben hier vorbei Richtung Mailand.
So, wir sind hier jetzt in Domeljara, also wieder zurück auf der Brennerbahn, etwas nach dem Bahnhof Richtung Norden. Das war jetzt der Eurocity nach München mit der 022 Arena Verona Taurus und jeden Moment müsste auch eine Fretscher kommen.